Also irgendwie fände ich es angenehmer, wenn die Schrift nicht so schnörkelig wäre. Dann könnte man sich beim Lesen nämlich tatsächlich auf den Inhalt konzentrieren, anstatt darauf, flüssig die Worte zu entziffern. Das würde vieles einfacher machen. Okay, aber wir haben ja irgendeinen Schlüssel schon im Inventar. Aber das ist nicht das Ding, was wir... Oder ist das das? Bin mir nicht sicher. Sieht ja zumindest von der Silhouette her ähnlich aus. Aber ich kann irgendwas vom Haus aus auch deaktivieren. Aber vielleicht müssen wir einfach mal auf die... Ah, guck mal, hier ist noch was. Okay, das passte da offensichtlich nicht. Vielleicht muss ich die Tür dazu zumachen. Nee, offenbar nicht. Okay. Kann natürlich sein, dass wir tatsächlich erstmal auf die dritte Insel noch müssen. Oder auf die vierte eher gesagt. Hier war nichts mehr, ne? Also hier ist natürlich das Ding noch, aber damit ging ja nichts. Also vielleicht müssten wir da... Weil das ist doch hier der Teleporter, wenn ich das richtig sehe, oder? Das sind doch hier die Teleporter-Dinger. Aber... Wie soll ich denn das Teleskop irgendwie darauf ausrichten? Das erschließt sich mir noch nicht ganz, weil die sehe ich ja nicht. Ich sehe ja nur hier das Leuchtgebimsel. Okay, wir gehen erstmal wieder zurück. Spannende, spannende Fahrt. Das wäre ganz cool, wenn man diese Fahrtanimation einfach überspringen könnte und direkt zur Ladezeit übergehen könnte. Das sind halt immer so 5 Sekunden. Vielleicht auch eher 10 Sekunden, die einfach so... Ach. Vielleicht habe ich aber auch einfach in letzter Zeit zu viele Speedruns geguckt und bin deswegen ungeduldig. Das kann natürlich auch sein. So, achso, im Moment, wir machen das Ganze ja gleich nochmal und wir waren auf Cannon Island, wir wollen aber nochmal auf House Island, da waren wir nämlich noch nicht. So. Jetzt klingelt es gleich wieder. Weil es noch nicht fertig geladen ist, das ist okay. Aber jetzt. Ach, komm schon. Marker nicht, oder wie? Hallo? Okay, jetzt passiert gar nichts. Aber wir sind hier in der Base. Müssen wir beide auf Haus stellen? Das macht halt auch keinen Sinn, oder? Nee. Irgendwie nicht so. Wir wollen von Base nach House Island. Oder stand das, dass man das nicht konnte? Okay, dann geht das offenbar nicht. Mäh. Das ist natürlich ungeil. Toll. Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Also vielleicht können wir da oben mit den Koordinaten jetzt irgendwas reißen, aber ich wüsste noch nicht genau was. Ja, nein, jetzt habe ich die Tür wieder zugemacht, verdammt. Das wollte ich gar nicht. Aber ganz ehrlich, also wir könnten natürlich... Also eins ist ja definitiv 000.
Aber das, mich verwundert es auch ein bisschen, dass wir hier drei Koordinaten haben, um ehrlich zu sein. Weil wenn ich von einem Ort zum anderen teleportieren möchte, konnte ich. Ah, das war die Tür nur, die ich hier zumachen konnte, ne? Irgendwo hatte ich hier doch gerade einen grünen Punkt. Ganz kurz. Dachte ich zumindest. Na egal. Ja, um vom einem Ort zum anderen zu springen, müssten ja eigentlich zwei Koordinaten reichen. Das verwirrt mich so ein bisschen. Okay, wir halten fest, da unten geht auf jeden Fall nicht mehr viel. Da brauchen wir vermutlich nicht nochmal hinzulatschen. Damit haben wir auch nur das Leuchtfeuer angemacht und einmal den Strom grundsätzlich. Okay, damit habe ich jetzt. Okay. Also mit den Koordinaten stelle ich das Ding hier halt ein. Ah, Moment. Auf der X, Y und Z-Achse, ja? Sehe ich das richtig? Aber eigentlich hat das Ding ja gar keine Z-Achse. Es hat hier nur zwei Achsen. Das ist so der Punkt. Wir drehen hier spaßeshalber mal ein bisschen. Schauen mal, was dann passiert. Also nicht, dass uns das jetzt im Moment schon wahnsinnig viel weiterbringen würde, aber erstmal gucken einfach. Okay, damit dreht es sich dann offenbar. Alter, komme ich hier irgendwo raus? Danke. Damit dreht es sich offenbar nach links. Ja. Was tut es hiermit? Dann dahin. Aber vielleicht kann man auch einfach nur drei Koordinaten einspeichern, weil es drei andere Inseln sind und dann entsprechend den Hebel umlegen. Und je nachdem, wenn man dann den Knopf drückt, fährt es dann eben zu den Koordinaten, wo das gerade hinzeigt. Okay, wir müssen also auf jeden Fall irgendwie dieses Elektrogitter, Elektronetz, Blitzgedönse zum Laufen kriegen. Aber wie? Das lässt mich gerade so ein bisschen verzweifeln. Wir kommen auf jeden Fall nicht nach House Island. Und wir können auch bei der anderen Insel nicht, also zumindest im Moment noch nicht, das Leuchtfeuer anmachen. Sieht man wahrscheinlich aufgrund des Sturmes eh nicht. Den mussten wir eh per Hand berechnen, ne? Wurde gesagt. So, das ist Telescope Island. Also wir hatten ja irgendwo die Insel hier. Okay, wenn Laboratory also 0000 ist. Also es kommt ja wahrscheinlich nur auf die waagerechte Ebene an. Dann wird Cannon Island ungefähr. Oh Gott, Kopf rechnen. 325 haben, circa. Und House Island circa 45. Na, vielleicht auch eher 30. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das ne, einfach ein Kreis ist und ne, von. Ja, wobei, wir gehen ja nicht von hier aus, wir gehen ja von hier aus. Und der Leuchtnupsi ist wo? Hier? Okay, wenn das 0,0 ist, dann gehen wir hier negativ, dann ist das eher. Ja, was mag das sein? Also wir werden es halt eh nicht sehen können, aber das sind. Aber das, also da raten bringt ja auch nicht viel, oder? Also das sind im Vergleich dann
keine Ahnung, vielleicht irgendwie, dass 90 sind, das ist vielleicht, keine Ahnung, 70 Grad oder so. Vielleicht 60, ich weiß es doch nicht. Also ungefähr bei 300, wenn wir von 360 rückwärts gehen. Aber das wird hier ja jetzt erstmal überhaupt nichts bringen. Also ich kann hier jetzt natürlich... ernsthaft. Nee, komm, das da jetzt einfach nur spekulieren bringt ja auch nichts. Warum haben wir hier eigentlich kein Signal? Das wundert mich so ein bisschen. Vor allem müssen wir irgendwie mit der Höhe ja noch was machen können. Wenn wir auf Laboratory Island bleiben. Ist Cannon Island, da wird das Leuchtfeuer sein. Das hier wird wahrscheinlich der Kram sein, um die Blitze einzufangen. Alter, ich kann halt auch dieses Ding hier null bewegen. Wobei mir das wahrscheinlich auch nicht wirklich weiterhelfen könnte. Ich verstehe auch noch nicht ganz, warum ich hier in der Höhe halt was einstellen kann, weil das macht ja... Wir lassen das mal hochfahren. Aber da sehen wir ja über dieser Insel halt auch nichts. Also da können wir uns ein bisschen die schönen Wetterwolken angucken und das war's dann aber auch. Was passiert, wenn wir das Ganze nach oben richten? Sehen. Warum auch? Ja, das war irgendwie klar. Aber also ich steige durch diese ganze Teleporter-Koordinationsgeschichte noch nicht durch. Das hier war irgendwie alles noch halbwegs machbar. Aber jetzt hört es auch irgendwie auf. Zurückfahren, das gucken wir uns aber nicht in Ruhe an, sondern wir gehen einfach mal hier runter. Das war nur genau die Anzahl der Blitze und Gedöns. Ja, okay. Vielleicht muss ich mir den anderen Zettel einfach auch nochmal durchlesen. Weil ich steig durch den Teleporter-Kram nicht durch. Ja, das hat ja auch alles offenbar nicht genug Strom, oder? Also wir könnten hier jetzt natürlich auf... Alter. Vor allem richten wir das ja... Wir müssen es ja nicht auf den Leuchtfeuer, sondern auf den anderen Teleporter ausrichten, wenn ich das richtig verstanden habe. So, aber nur dadurch, dass ich jetzt stehe, passiert ja jetzt auch nichts weiter. Nee. Okay, also wir müssen schätzungsweise auf Laboratory Island nochmal irgendwas machen. Irgendwas habe ich da wahrscheinlich übersehen. Nur was? Ich probiere nochmal ganz kurz, ob wir inzwischen zur House Island kommen. Es wird nicht funktionieren, aber probieren kann man es ja mal. Ja, okay. Ja, habe ich verstanden. Wobei, nachdem wir jetzt... Ob wir mit einem der Schlüssel oder mit dem anderen Schlüssel jetzt auf Cannon Island vielleicht einfach durch die Tür kommen? Wäre natürlich eine Möglichkeit.
Was für ein Kackwetter. Da bin ich ja mal gespannt, ob die Tür jetzt aufgeht. Ja, tatsächlich. Okay, das, da stehen wir direkt vor der nächsten Tür, fantastisch. Okay, aber dann bringt uns das vielleicht schon weiter. Da hätte ich natürlich auch früher drauf kommen können. Okay, hier gibt es 4 Schalter. Muss ich die alle anmachen? Oh ne, das sind verschiedene Brücken, die sich hier bilden, ne? Ah. Crazy. Okay, und wir müssen wohin? Das macht jetzt gerade was? Muss ich das einfach nur machen? Ich bin mir nicht sicher, was das bringt. Das kann ich ja aber bei allen machen. Oh Gott, muss ich mir jetzt nochmal die Infos zu dem Ding durchlesen? Ich weiß doch gar nicht, wohin das ausgerichtet werden muss. Die haben ja hier alle so eine Markierung. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt alles hier irgendwie parallel zu der Markierung sein muss. Das klingt erstmal irgendwie logisch. Okay, da drüben kommen wir noch nicht hin. Das können wir bestimmt irgendwie anders machen. Da kommen wir auch noch nicht hin. Okay, merken, wir waren... Oh Gott, Alter. Wir waren bei dem mittleren, waren wir bei allen. Und nach hinten durch waren wir auch. Wir müssen nur in der Reihe... Also in der... Ah, da ist gar keine... Achso, Moment, das müssen wir über die Brücke machen. Oh Gott. Okay, das müssen wir noch ganz anders regeln. Alles klar. Uff. Oh Gott, vor allem muss ich mir das jetzt erstmal an den Winkel angucken. Nein, nicht doch. Einen Moment. Hier geht's auch noch irgendwo drauf. Hier geht's nirgendwo hin. Okay, also was passiert, wenn wir das hier drehen? Da dreht sich das da hinten. Das ist prinzipiell okay. Weil wir auch zu dem Dings hier hin müssen irgendwann. Da kommen wir dann so hin, das ist okay. So, welche Brücke ist das hier? Das ist die da hinten. Das ist nicht so gut, dass die sich wegdreht. Ja, wobei. Ja, vielleicht auch doch. Das ist die da hinten und damit geht dann da... Nee. Okay, da... Das ist schon das ganze Rätselslösung. Wenn wir jetzt noch die hier drehen, geht dann hier die Tür auf. Und dann passt das schon alles. Sollte es das wirklich gewesen sein? So, der müsste eigentlich... Nee, der passt nicht. Okay. Genau, da waren wir auch. Der passt nicht. Da hinten waren wir, ne? Grundsätzlich, ja. Hier waren wir auch, genau, aber da waren wir noch nicht. Okay, wir waren... Oh Gott. Da waren wir, ne? Ja, das sieht gut aus. Das sieht so weit alle. Also, wenn ich die jetzt alle in die richtige Richtung drehe, ne, das ist jetzt auch noch die Frage. Okay, wir müssen aber prinzipiell noch irgendwie da hinten hin. Wie machen wir das denn? Okay, also wir haben prinzipiell. Wir könnten von hier.
das macht keinen Sinn. Also die muss so sein. Also es muss nicht von hier aus sein, sondern wir müssen auf jeden Fall von hier hin. Also die muss quasi nach da gedreht sein. Okay, also wir müssen die Brücke hier und die Brücke hier drehen und dann durch die andere Tür wieder. Das waren jetzt welche beiden genau? Das war die letzte hier vorne, ne? Genau. Das ist soweit richtig. So, ich muss eben noch mal kurz rauflaufen und gucken, tut mir leid. Durch den Perspektivenwechsel ist das irgendwie alles hartwirsch. So, hier hin und dann muss ich die Brücke drehen, okay. Dann muss ich... Ist das die hier? Ja. Das sieht aus, als würde das passen. So, dann kommen wir nämlich hier rüber. Ah, hier waren wir auch noch gar nicht. Hier waren wir auch noch nicht. So, jetzt sind die zumindest alle. Ist der da hinten gedreht? Sieht nicht so aus, ne? Kam ich da am Anfang noch nicht hin? Das Tolle ist, ich mache das jetzt ja auch alles rein spekulativ. Ich weiß ja gar nicht, ob ich die alle in die Richtung drehen muss, aber es klingt erstmal irgendwie logisch, oder? Wahrscheinlich stand das irgendwo und ich habe es nur schon wieder vergessen. Okay, wir müssen zu. Wenn wir zu dem ganz da hinten wollen. Das ist eigentlich nicht so schwer, oder? Das ist nicht die Brücke, die ich haben wollte. Das ist die, die ich haben wollte. Und die. Hier ist die Tür. So, mal auf! So, du. Du. Ihr passt alle. Du stehst noch quer. Ich erwarte irgendwie, dass hier jetzt was Spektakuläres passiert. Also vielleicht habe ich die jetzt dann natürlich auch alle in die falsche Richtung gedreht. Aber prinzipiell müssten jetzt zumindest alle gedreht sein. Rein, ne? Mit unserem Schlüsselchen? Nee. Das macht nichts. Hm. Okay, wir haben Power, aber es schwankt. Aber es ist auf jeden Fall genug. Aber es reicht noch nicht ganz. Damit. Okay, das ist auch der Strom für die Teleporter. Oh Gott, mein Gehirn.